Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von Steffis Duftbar. Schaut mal her, ich habe ein riesen Paket bekommen und ich habe echt lange warten müssen. Ich glaube, ich war die Letzte, die ihre Flash-Sale-Bestellung jetzt bekommen hat. Aber das lange Warten lohnt sich, denn wir gucken jetzt mal, was hier alles für Schätzchen drin sind. Ja, der Flash-Sale, alle die, die es noch nicht kennen, es gibt... Ja, meistens ein- oder zweimal im Jahr gibt es eine Aktion bei Sensi, der sich Flash Sale nennt, also Blitzabverkauf. Und da kann man echt Schnäppchen bis zu 80% günstiger ergattern. Also es ist immer eine richtig, richtig coole Aktion. Und da muss man echt schnell sein. Ja, das ist dann, geht meistens um 20 Uhr los. Und da muss man sich direkt auf der Webseite einloggen und gucken, was es gibt. Und dann kann man echt mega, mega Schnäppchen ergattern. Ja, also hier ist wie immer die Packliste mit dabei. Es ist leider nicht alles, es kann nicht alles geliefert werden, denn es gab ja unter anderem diese kleinen Bitty Buddies, diese kleinen duftenden Kuschelbällchen, die alle wirklich geshoppt haben wie die Verrückten und der deutsche Zoll uns da jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, denn die lassen das nicht durch. Es liegt an diesem Duft, der da drin ist. Da hat scheinbar irgendeine Zutat, irgendein Inhaltsstoff, der da drin ist, wo der deutsche Zoll sagt nein. Genau, also die sind leider nicht mit dabei. Jeder, der die bestellt hat, kriegt da aber natürlich sein Geld zurücküberwiesen. Ja, aber jetzt gucken wir mal, was sonst noch drin ist. Also, natürlich ein bisschen Packmaterial, damit auch die Lämpchen nicht kaputt gehen. So, hoho, wie cool ist das denn? Da kommt mir auch schon der erste Bitty Buddy entgegen. Das ist, wie heißt er denn? Ah, der hat keinen Namen, der heißt einfach nur Reindeer, also unser Rentierchen. Zeige ich euch mal, wie so ein Bitty Buddy. Oh, wie so ein Bitty Buddy aussieht. Der hat nämlich meinen Lieblingsduft Silver Bells drin. Schaut mal, aus so einer kleinen Packung kommt dann so ein Bällchen raus. Wie goldig ist der denn, oder? So schaut er aus und der riecht nach Silver Bells. Total angenehm. Ich finde das so ein richtig schöner, frischer, leicht minziger Weihnachtsduft. Und die kann man dann wirklich so wie so ein Stressball auch benutzen. Die Kleinen von mir, die spielen damit ganz gerne. Die werfen sich das hin und her. Und es riecht halt einfach total gut. Und also ich bin total verliebt in die kleinen Knautschbällchen. Ja, also das ist einmal mit dabei. Kommt jetzt wieder hier rein, denn solange ihr den hier drinnen aufbewahrt, verliert er natürlich auch keinen Duft. Wenn man die offen liegen lässt, dann duften die so circa 30 Tage, sagt man, aber ich tue die dann immer wieder hier rein und dann können die auch mal mehrere Jahre riechen. So, der nächste ist unser Flamingo. Oh, der riecht auch toll, der riecht nach Make a Splash, nach Apfel und Melone. Und er ist halt ein absoluter Mädchentraum, gell? So schaut er aus, total süß auch. Und auch den kann man einfach knutschen und lieb haben. Den kann man sich auch mit ins Bettchen nehmen, weil es kein aufdringlicher Duft. Wenn ihr Fragen haben solltet zwischendurch oder was beitragen wollt, ihr könnt gerne jederzeit in die Kommentare schreiben. Ich beantworte es dann danach, denn ihr steht jetzt gerade ein bisschen weiter weg von mir, sodass ich das nicht lesen kann. So, dann stelle ich das jetzt einfach mal hier davor. Ja. So, und von denen haben wir tatsächlich ein paar mehrere. Bitte. So. Den und den. Ah, hier ist noch ein anderer. Und zwar ist hier noch unser Mariekäferchen, unser Lovebug. Der ist auch cool und der duftet nach Rainbow Shepherd. Das ist ein Duft, den gab es mal, in der Osterkollektion. Oh, und der duftet so toll. Schaut mal, wie goldig der ist mit den Flügelchen. Und dann hat er hier oben so kleine, wie nennt man das denn, Fühler mit Herzchen dran. Also voll knuffig auch. So, das kommt einmal hier rein.
finde die so goldig. Also keine Angst, hier ist noch mehr drin. Hier sind nicht nur Bitty Buddies drin. Aber zwei haben wir noch. Nochmal den Flamingo und nochmal das Rentier. So. Okay, was haben wir denn noch Schönes hier? Kurz den Tisch ein Stück vor, da kann ich mich nämlich dahinter stellen, dann ist das ein bisschen besser. So, bin ich auch ein bisschen näher bei euch. So, das ist live. Ich muss mal ganz kurz den Hund reinlassen, sonst hört ihr gleich nur noch den Hund. So, da bin ich wieder. Sorry. Okay, jetzt gucken wir, was wir noch hier drin haben. Hier oben blitzt schon die Mickey Maus entgegen. Der Mickey Maus Ventilator. Der kostet normalerweise, der ist jetzt ohne Licht, da hat er gekostet, lasst mich überlegen, 57, glaube ich. Der war im Flash Sale für 17 Euro, konnte man sich den da schießen. Was haben wir noch? Ich habe noch ein paar Pots bestellt. Orchard Apple Spice. Boah, das ist ein total leckerer Apfelduft. Also wie die Farbe schon aussieht, wie so ein richtig dunkelroter Herbstapfel mit ein bisschen Zimt. Mega lecker. Dann hatten wir noch drin den Cucumber and Cactus Water. Der war auch im Flash Sale. Der war aus der Sommerkollektion. Das ist ein ganz leckerer Gurkenduft mit so einem Touch von Kaktuswasser, war auch echt lecker, so ein richtig frischer Duft. Fürs Badezimmer finde ich den total toll. Dann haben wir noch Jeweled Pomegranate. Granatapfel mit ein bisschen Zimt auch. Auch ganz leckerer Winterduft, der war noch mit dabei. So, was haben wir noch? Ein Duftblümchen haben wir noch in Mulled Cider and Spice. Also das ist auch ja, so ein herbstlich-winterlicher Duft. Auch wieder nach Cider ist ja so ein warme, in einer Art Apfeltee sowas. Ne? Auch wieder mit Gewürzen und ich weiß es gerade gar nicht mehr auswendig, aber das Duftblümchen gab es, glaube ich, für 15 Euro anstatt für 22,75. Die war da noch mit drin. So, und dann einige Mini-Duftlampen. Ich habe hier einmal unsere Glitter Magenta. Kann ja mal reingucken. Ich liebe die Glitter Magenta, also alle, die rosa mögen. Magenta, ich weiß, ist eigentlich ein Rotton, aber die Glitter Magenta ist echt. Ta-ta-ta-ta. Ist die nicht wunderschön? Oder wie die glitzert. Die gab es auch im Flash. Die war jetzt nicht ganz so mega günstig, wie die sonst waren. Ich glaube, die war anstatt für 35 für 18, wenn mich nicht alles täuscht. Die war einmal mit dabei. Oder ich glaube, die war sogar mehrmals mit dabei. Die haben wir hier. Genau, die haben wir zweimal. Und dann haben wir natürlich die ganzen Stecker dafür. Also wenn ihr eine Mini-Duftlampe bestellt, dann ist das immer zweiteilig. Da habt ihr einmal oben den Schirm, den ihr euch ausgesucht habt. Und dann nochmal das Unterteil, was dann quasi in die Wand reingesteckt wird. Also da sind ganz viele Unterteile jetzt. Die hole ich erstmal raus. Die brauche ich euch ja nicht zeigen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also 11 Mini-Duftlämpchen haben wir insgesamt. Und die nächste ist die Holy Night. Die ist auch eine ganz, 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 ganz schöne Weihnachtslampe. Ist vorne so, ja, wie so eine Art Krippe mit drauf. Mit Maria und Josef. Bin ja so total der Weihnachtsfan, deswegen freue ich mich da echt drauf. Die gab es nämlich, war es letztes oder vorletztes Jahr in der Weihnachtskollektion und da habe ich keine mehr bekommen.
Und jetzt habe ich sie, jetzt freue ich mich. Oh, wie schön. Schaut mal, da ist so das ganze Krippenspiel eigentlich so ein bisschen mit drauf. So die Stadt Bethlehem, ne? Hier unten haben wir Maria und Josef. Also ist echt schön. Ich weiß gar nicht, ob wir das gut sehen können. Vielleicht von hier hinten noch ein bisschen besser. Ja, wenn die leuchtet, dann ist quasi so die Stadt erleuchtet und der Himmel bleibt dunkel. Genau, die haben wir drin. Die war auch mega Schnäppchen mit, ich glaube, oh, Leute, ich weiß die Preise nicht mehr auswendig, was die im Flash gekostet haben, aber es müssten so circa 15 Euro gewesen sein. Und normal kosten die Minis ja 35. Ja? Also ihr seht, bei Flash Sale ist wirklich Blitzabverkauf mit Blitzangeboten. Also die haben wir ganze dreimal hier drin. Eins, zwei, drei. Und dann, oh, dann haben wir noch ein ganz besonderes Schätzchen. Und zwar die Lux Leaves. Die gab es auch in der Sommerkollektion. Oh, hoppala. Da ist das Styropor ein bisschen gebrochen. Gucken wir mal, ob die Lampe ganz ist. Wenn nicht, wäre das auch nicht schlimm. Also ihr habt bei Sensi immer, immer das Recht auf, ja, dass die Lampe natürlich heil bei euch ankommt. Wenn da mal was nicht stimmen sollte, dann sagt ihr mir ganz einfach Bescheid und ich kümmere mich dann darum, dass ihr ganz, ganz schnell auch Ersatz für euer Lämpchen kriegt. Oh, ich glaube, das macht Schweinerei. Oh, ja, die kann ich gar nicht anders rausholen. So, aber, nee, die ist nicht kaputt. Das war nur ganz schön reingepresst. Und ich habe die ja schon in groß. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr meinen Kanal verfolgt oder wenn ihr mir auf Insta folgt. Die habe ich ja im Sommer wirklich jeden Tag da drinne gehabt. Das ist echt wunderschön. Also seht ihr das? Da sind so diese goldenen Blätter drauf. Und wenn das leuchtet, dann ist das echt, man kann ja orangene Glühbirnen reinmachen. Also ich habe eine Orange da drin immer. Und dann sieht das aus wie ja, in so einem Dschungel, wie im Urlaub, wenn ihr so einen Sonnenaufgang habt und der dann so durch diese Blätter durchscheint. Die gab es auch im Flash Sale. Tue ich jetzt nur mal so reinstellen. Und die haben wir auch zweimal. So, was haben wir da noch? Ah, unser Nightmare Before Christmas war noch mit dabei. Schaut mal. Lock, Shock and Barrel von Nightmare Before Christmas. Auch eine total coole, coole Lampe. Ich mag die jetzt nur echt nicht auspacken, weil ich da nicht der Tetris Master bin. Ich kriege die danach wahrscheinlich nicht mehr rein. Ich gucke mal. Ich habe schon eine davon zu Hause. Guck mal, wie cool alleine diese Box gemacht ist. Wenn ihr das aufmacht, habt ihr hier erstmal Weihnachtsmann, der entgegenkommt. Und ja, genau. Dann ist hier dieses Metallschild, könnt ihr das sehen, was dann quasi da drauf gesteckt wird und somit den Schatten wirft. Okay, jetzt zeige ich es euch doch. Jetzt habe ich schon angefangen mit dem Auspacken. So. Und so sieht sie dann aus. Seht ihr, da ist Jack Skellington in der Badewanne drin. Und die anderen Kollegen, wo ist sie denn jetzt hin? Hier, die werden dann quasi so drauf gesteckt. Ne? Und auch das könnt ihr dann in die Wand reinmachen. Also ich finde das total cool für jeden Nightmare Before Christmas Fan. Absolutes Muss. Hier unten kommt dann natürlich noch der Stecker dran. Und der ist bei dieser Lampe sogar schwarz. Also mega, mega cool. Wenn das leuchtet, dann seht ihr halt den Jack da drauf richtig. Ne? Im Auszustand kann man den nicht so gut erkennen. Aber wenn die Lampe dann an ist und leuchtet, dann leuchtet der Jack in der Badewanne. Genau. Auch wenn jetzt Halloween rum ist, aber ich finde Nightmare Before Christmas, also ich lasse das tatsächlich auch zur Weihnachtszeit noch stehen. So, gucken, wie das jetzt da drin war.
vielleicht noch, wo wir gerade hier beim Lampe in die Box stecken sind. Einige fragen immer, ob man die Verpackung aufheben muss für die Lampen zwecks der Garantie. Nein, also es ist natürlich einfacher, wenn ihr den Karton dazu habt, zwecks zurückschicken. Aber es ist jetzt nicht so, wenn ihr den Karton wegwerft, dass ihr dann keine Garantie mehr habt. Ja? Also ich hebe die Disney-Kartons immer auf, weil man es auch einfach schöner aufbewahren kann und weil ich die so hübsch finde. Aber ihr könnt die theoretisch auch wegwerfen. Ja? Also das ist keine Pflicht, dass ihr die da aufhebt. So, das sind hier einmal 4 Stück davon. So, und jetzt haben wir hier noch jede Menge zum Durchschnuppern. Einmal Lime and Sugar Cane. Den gab es, ich glaube, bei uns gar nicht. Ich glaube, das war ein Duft. Oh, wow. Der riecht richtig gut nach, ja, Limette und Zucker. Nach einer süßen Limette. Also mag ich total gerne. Den gab es, glaube ich, bei uns, wie gesagt, nicht. Ich glaube, den gab es nur in Amerika. So, wo habe ich jetzt meine Schere hin? Denn die Bars. Die Wachsbars, die kommen bei Sensi dann immer noch mal in so einer Extra-Kiste an, wo die alle drin sind. Ach, hier neben. Okay, dann schneiden wir das mal auf und ich zeige auch noch, welche Düfte ich mir da ergattern konnte. Denn es gab ja tatsächlich Wachsbars, die ihr für 1,70 Euro schnappen konntet. Nicht alle, manche haben auch 2,55 gekostet und es waren auch welche für 5 Euro dabei. Aber hey, für Wachsbars, die normalerweise 8,50 oder 9,25 kosten, war das ein absolutes Schnäppchen. So, also. Wir haben Jewel Pomegranate, den habe ich euch ja eben schon mal als Pots gezeigt. Also ja, der ist auch für mich ein absoluter, fast Weihnachts-Winterduft mit Granatapfel und der ist halt wie mit Zimt vermischt. Von daher total winterlich, absolut lecker. Den gab es 1, 2, 3, 4 Mal. Dann noch ein Weihnachtsduft. Joy and Wonder, der ist aus der letzten Festtagskollektion. Boah, der ist auch total lecker. Der hat sowas von so weihnachtlichen Früchten. Könnt ihr euch da drunter was vorstellen? Also so ganz, vielleicht auch eher wie so ein Weihnachtspunsch, Früchtepunsch mit dunklen Früchten. Also ganz, ganz lecker auf jeden Fall. So, und dann haben wir eine riesen Bestellung, weil mein absoluter Lieblingsduft ist und bleibt Kukui and Coconut. Ich liebe diesen Duft, der ist aus diesem Jahr, aus der Sommerkollektion und der ist so, so lecker. Oh, der riecht für mich, oh, ich kann es euch gar nicht sagen, der erinnert mich immer an unsere 4, 5, 6 Mal. Siebenmal. Achtmal. Neunmal. 10 Mal. Also dieser Duft geht mir jetzt garantiert nicht mehr aus. Ich war nämlich echt schusselig. Theoretisch muss man bei Sensi ja nie mehr auf seinen Lieblingsduft verzichten, indem man ihn in den Sensi Club legt. Wenn man das natürlich verduselt und den nicht in den Club gelegt hat, dann muss man eskalieren, wenn er im Flash Sale kommt. ja, den habe ich echt blöderweise vergessen, in meinen Club zu legen. Ich hoffe, der kommt nochmal wieder. Vanilla Blackberry, der ist schon eine ganze Weile in der Schatztruhe gewesen. Da habe ich jetzt auch noch mal zugeschlagen, weil das ist nicht nur ein Favorit von mir, sondern auch echt von euch. Also so viele Kunden bestellen diesen Duft und bestellen den auch noch mal nach. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er aktuell noch in der Schatztruhe drin ist. Also das ist ein total tiefer, dunkler Bärenduft mit so einem Hauch Vanille drin. Wirklich nicht viel.
Und ja, da habe ich mir auch einen kleinen Vorrat geholt, weil den gibt es ja dann auch nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Ich bin umzingelt von Sensi Bars. Ist schon gar nicht mehr. Hier haben wir noch einen Platz. Oh, ich liebe das einfach. Das ist so cool. Oh ja, und jetzt kommt noch ein Duft, da habe ich mich besonders gefreut. Den kannte ich nämlich auch aus Amerika, aus meiner Zeit, wo ich mal dort gelebt hatte. Banana Berry. Der ist der absolute Knaller. Oh. Oh, ich liebe diesen Duft. Ich muss das direkt mal aufmachen. Oh, so was Leckeres. Also wenn ihr... Oh, so ein richtig leckeres Bananeneis oder ein Bananenmilchshake, irgendwie sowas. Oh, so riecht das. Das ist für mich absoluter Urlaubsduft. Oh, den habe ich mir auch 1, 2, 3 Mal geschnappt. Dann auch noch ein Duft, der mehrmals vorhanden ist. Keep It Sassy. Keep It Sassy kommt aus unserer Glamorous-Kollektion und das waren wirklich solche Luxusdüfte, die so ein bisschen ja auch parfummäßig angehaucht waren. Also die haben alle so ein bisschen nach einem guten Parfum gerochen und Keep It Sassy war da einfach mein Favorit. Ja, ich kann euch nicht sagen, wonach das riecht. Also so blöd es ist, ich kann es euch einfach nicht sagen. Weil das ist so eine tolle Komponente, das spielt alles so gut miteinander rein. Es ist nicht fruchtig, es ist auch nicht hölzern. Es ist einfach, ich kann euch den nicht beschreiben, ich kann euch nur versprechen, dass er gut ist. Also nicht nur ich, auch ihr, meine Kunden, mochten den alle sehr, sehr gerne. So, und jetzt haben wir hier noch... nochmal Lime and Sugarcane, den haben wir ja schon geschnuppert. Und noch ein Duft, den ich auch wieder aus USA kenne. Oh, der kommt schon da durch, aber ich muss ihn aufmachen. Aussie Plum. Also so ein richtig schöner, dunkler Pflaumenduft. Den mag ich auch mega gerne. Und einen letzten Duft, den habe ich für eine ganz liebe Kundin mitbestellt. Das ist der Twilight Frost. Den gab es, glaube ich, letztes Jahr. Die mag den ganz gerne und die war, glaube ich, nicht beim Flash Sale mit dabei. Deswegen habe ich den als kleine Überraschung für sie mal mitbestellt. Ja, und jetzt meine Box leer. Also mega, mega Ausbeute, würde ich sagen. Das ist jedes Mal so cool. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn nochmal ein Flash Sale kommen sollte, dann seid dabei, guckt da auf jeden Fall mal rein. Ihr könnt da Lampen, die günstigste Lampe, die drinne war, war 5 Euro und ein bisschen was. 5 Euro für eine Sensi-Lampe. Ihr konntet für 1,70 Euro Wachsbars holen, Bitty Buddies für 1,70 €. Ihr konntet Lampen holen für 17 Euro. Eine war, glaube ich, auch für 11 Euro mit dabei. Also das ist der absolute Wahnsinn. Da könnt ihr euch so richtig schön eindecken. Und ja, es kommt ja auch bald die Weihnachtszeit, wo man auch mal das ein oder andere Geschenk brauchen kann. Da habe ich natürlich auch in weiser Voraussicht ein bisschen geshoppt. Bei uns gibt es zu Weihnachten natürlich auch einige Sensi-Geschenke, die verteilt werden. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schön, dass ein paar live mit zugeschaut haben. Wie gesagt, schreibt gerne noch weiter in die Kommentare. Ich antworte euch später darauf und wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Sagt danke, dass ihr dabei wart und freue mich, wenn ihr mir ein paar Däumchen da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr auch keine weiteren Videos verpassen möchtet, dann dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne meinen Kanal abonnieren und auf die kleine Glocke oben drücken. Dann bekommt ihr immer eine Information, wenn ein neues Video online geht. Bis ganz bald!